Get a room ready for Rita. Do you even hear what you're saying? You're just as worn out as she is. Prepare rooms at once. I'll take her there myself. Carol, can you stand? Yeah. Zunächst einmal eine fette Schockwelle, die alle umreißt. Und dann noch eine Lichtexplosion. Also, Heilige. Die ganze ja gemeingefährlich. Come on, we're going to. Also, wenn die Luft als Antrieb haben sollen, ja. Oder Luft ausstoßen. Dann sind die gefährlicher als eine Nuklearbombe. Krank. Wer war das? Come in. You can't keep using your healing arts on her forever, Estelise. Come on, let's let her rest for now. Yes. I can't believe she had to go and do something like that. Yes. Once Rita chooses to do something, she won't listen to anyone else. You're one to talk. You were just as bad as she was. I'm sorry. I'm gonna stay here. You should go rest. Aren't you tired from using your healing arts so much? I'm jealous of Rita. She has something she cares about so much. And so can you, if you spend enough time looking for it. But you need to go and get some sleep now. No, I'm fine. Yuri, you should get some sleep yourself. Flynn will get mad at me if you pass out. So let him get mad at you. Look, don't come asking me to take your place when you collapse from exhaustion. I can't ask you to take my place if I've already collapsed, can I? Schon wieder alleine? Nein! Wir sollten nachschauen, wie es Carol geht. Na super. Oh, sitzt sie vorne. Hey Carol. You must think I'm totally useless. After what happened when you first met me, and at Kaer Bakram, and today. I think everyone freaked out today. Even the Great Commandant was pretty in over his head. There are lots of things even grown-ups can't do. Even you, Yuri? Yeah, I guess so. It's a tough world. Now you got the idea. Hey, Yuri? Hmm? Do you think you'd want to maybe start a guild with me? This? A guild, huh? Yeah, that's an idea. Also ich unterschreibe diese Gildensatzung nicht. I'll think about it. Really? Wie kommt er eigentlich darauf, dass wir mit ihm eine Gilde gründen wollen würden? Ich meine, dann gibt man seine Rechte als Staatsbürger auf. So ziemlich alle. Angefangen von... keine Ahnung, aber bis hin zu... Hey, die können ja mit dir alles machen, was sie wollen eigentlich. Das ist keine Rechte. Haha. What, you're surprised? I thought you'd say, no way! I've been in enough messes already! Or something. Not all adults think like that, you know. Anyway, it's late. Let's get some rest and see how she's doing in the morning. Denk an das Gespräch über die Gilde, okay? Machst du das? Oh Gott. Warum will Carol unbedingt in der Gilde sein? Das verstehe ich irgendwo nicht. Oh, repeat. Oh, ich penne schon. Oh, die Öhrchen, die wackeln so. Ich soll mir etwas ausruhen. Was passiert, wenn man kein Geld haben sollte, um uns auszuruhen? Dein Zimmer wird von den Rittern bezahlt. Schönen Aufenthalt. Ach, dankeschön. Warte, was? Wo? Hä?
Ist mein Zimmer etwa hier vorne oder was? Der Grund für das ganze lächerliche harte Training war doch nur, dass unser Captain seine Vergeben quälen wollte. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass unser normales Training zu gar nicht nutze war. Wow. Aber wie mache ich jetzt? Wo ist mein Zimmer? What? Man muss ja da oben laufen. Zurück in das Zimmer da ganz hinten. Das einzige Zimmer im Haus. What? Okay. Komisches Gasthaus, ein Zimmer. Komm in. Ey, Rita ist wieder wach und Esteli ist pennt dafür. Glad to see you're awake. And after I told her over and over to call me before she collapses. You didn't think she'd really listen to you, did you? Genau wie du, Rita. Hörst du auch nie auf das, was man dir sagt. She looks happy. Hey, so, what do you think Esteliz thinks of me? Why are you making that face? I just didn't think you were the kind of person who cared what other people thought. Forget it. You can go now. Compared to those formulas of yours, she should be easy to figure out. Huh? Rita, you're awake. But be careful. It's just when you think you've recovered that you're in the most danger. It's all right. I'm fine. Sie war gerade auf. Oh, ich bin auf einmal hellwach. Oh, Heilingarzt. Noch mehr. Oi, oi, oi. Also, you don't need to pretend to be using that Blastia anymore. I... What do you mean? It's pretty cool that you can use healing arts without a Blastia. But how did you... Oh, hi. What the... Hey, it's that dragon freak! Ja, ein Feueratemabwehr mit einer Axt. Sehr coole Idee. Rita, are you alright? Don't you ever learn? It sounds like the sky is falling in here. What's going on? Huh? Ah! What was that thing? Ja, was ist just der Typ? Just when the conversation was getting interesting. Ist ohne Scheiß. Der Typ taucht dann immer auf, wenn man ihn nicht, genau gerade nicht haben will, ja? So gar nicht. Warum folgt der Typ uns eigentlich? Ist aber ohne Scheiß. That's enough talk about Estelle's healing arts for now. Fine by me. I've pretty much figured it out anyway. Don't look at me like that. Do I really look like that much of a bad guy to you? Yes. Ha! Hey, wait! What's going on, you guys? Come on, tell me! Nein. Einfach nein. Well, take care on the way back to the capital. Okay. Do you have everything? Wouldn't want to have to come back later. If I forget anything, you'll bring it to me. Won't you, Yuri? Yeah, right. Okay, let's go find Flynn. I'll take you that far. What are you all gonna do after this? Well, we did lose track of the Blood Alliance. Naja. Den Blasterkern suchen, schön und gut, aber ohne Heiler ist doof. That's easy! We can just go to Dawngrest! Or not. Man, if I go back there now, they'll all just laugh at me. Dawngrest? That's the Guild City, right? Yeah. I thought we could find out about the Blood Alliance there. What direction is it from here? Well, it's to the west, I guess, but... Let's check it out then. Might be helpful for anybody thinking you're starting a guild, too. Huh? For starting a guild? Well, let's go then! Was für eine Art von Gilde wollen die eigentlich gründen? Frage ich mal so in den Raum. Weil
Monster jagen gibt's eine Gilde. Landvermessung gibt's eine Gilde. Händler gibt's eine Gilde. Bösewichte sein gibt's eine Gilde. Wir können die guten Gilden sein. Hahaha. Ne, keine Ahnung, was für eine Gilde will man denn gründen? Die Blast der Suchtrupp-Gilde oder was? Oh je. Komische Gesellen hier. It doesn't seem like that Flynn character is around here. Does that mean you're staying with us for now? Well, I... Would that be all right? Carol, don't fill the princess's head with ideas. You cannot simply do as you wish. Your Highness must return to the capital. Flynn is already set out to tend to other business. Now then, Rita Mordio, we would like you to investigate yesterday's Blastia malfunction. That's pointless. I looked at him this morning, but I couldn't figure anything out. No, we would ask that you go to the forest of Cave Mock. Wald von Cave Mock? Okay. Cave Mock, huh? Oh yeah, the plants affected by the disaster here look just like the ones in that forest. We have reports of tree mutations, and of monsters increasing in both number and aggressiveness. Messengers have gone to the capital, but much time will be wasted finding a gifted mage. I specialize in Blastia. Plants are out of my league. Consider their connection to the air. I imagine that is within your league. Besides, if Estelle is going back to the capital, I want to go with her. What do you mean? Uh-oh. You are a researcher in an Imperial Blastia laboratory. You must undertake the tasks assigned to you. Ich habe das Gefühl, sie will Estelle untersuchen als ihr neuestes Forschungsobjekt. Oh je, oh je. Then there should be no problem if I accompany her to the forest, right? Princess, please do not make suggestions that are simply out of the question. If this does have something to do with air, then my healing arts would prove useful. Yes, they would. Please, Alexei. Let me do my part to help. Your Highness, I simply cannot allow you to go to such a dangerous forest. Ich möchte mal eins dazu sagen, ja. Wenn er wirklich Luft sein sollte, wie hoher Sauerstoffgehalt, was alle Leute komplett irre machen sollte, Feuerarts wie die von Rita sind saumäßig gefährlich. Feuer ernährt sich von Sauerstoff. Sauerstoff, ganz viel, gleich größere Feuerbälle, größere Explosionen. Nur mal so als Anmerkung. Hey. Healing Arts sind aber, glaube ich, ein bisschen besser geeignet. Hey. Well, what if... Zumal, wenn wir uns wieder verbrennen sollten, dann ist sie da und heilt uns. Ja. Yuri, would you come with us? Me? If Yuri were to come, you wouldn't be worried, right? Young man, please escort the princess. I ask this of you only because you once sought to join the Imperial Knights. Warte. Er hatte die Absicht beizutreten, aber er hat gemeint, er wäre einmal Mitglied gewesen? Ha? Okay. Of all the underhanded, I didn't ask anybody to count on me. You're pushing me into this. It seems I can take that reply as indication of your agreement. Wow. Der Typ redet aber auch so komplett total geschwollen, ja, und vor allem hochgestochen wie sonst was, ja, aber Hauptsache die Wörter im Mund herumdrehen, Hauptsache, dass es passt. Gemein, scheiß intelligent, aber ziemlich gut. But there's something I had to do as well. We go to the forest after Dungrist. Very well. Your Excellency. Is it Chroma? It seems Flynn foresaw this outcome. Huh? He did what? He left this message for you. Take care of Her Highness. Das ergibt doch gar keinen Sinn, warum soll sie... It's the forest of Cave Mock by way of Dawngrest.
Wieso soll und darf es zu dieser Firma mitkommen, wenn es vorher gesagt ist, von wegen sie muss auf jeden Fall jetzt zurück in die Hauptstadt? Wegen einem kleinen Dingens? Nie im Leben. Im Leben nicht. Nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Na gut. I have a job for you. Wer, was ist der Typ? Sieht sehr, sehr ominös aus. I'm glad that Commandant Alexei turned out to be so reasonable. Yeah, I thought he'd be more of a stubborn jerk myself. Had you met him before, Yuri? I knew him, but I doubt he knew me. I was barely in the Knights for any time at all, really. What sort of person is he, I wonder? He can be very formal at times, but in a way, he's something of a symbol for the Knights. Many who are in the Knights now were inspired to join by Alexei's example. One thing's clear. I don't have much in common with him. Das sagst du? Also, natürlich von der Sprache her nein, aber Ritterlichkeit, die Frauen zu beschützen und die Schwachen, alle möglichen Gefahren ernst zu nehmen und Sachen machen zu müssen, die eigentlich keiner Bock hat, man selber im Besonderen nicht. Ja doch, einiges. So, na dann. Raus aus der Stadt, raus aus dem Dorf, zur Weltkarte. Und verdammt, ist es wieder spät. Das da ist die komische Stadt hier, wo wir gerade waren. Genau, das ist die Stadt, die wir gesehen hatten. Da hinten müsste also dann das kaputte Ding sein, also links. Und im Kompass müsste die eine kaputte Stadt sein. Das heißt, von hier aus gesehen müssten wir da hinten hin. Können wir hier unten durchlaufen oder müssen wir oben lang? Nebenbei, boah, alte Framerate ist ja so im Eimer hier unten. Wenn es regnet. Boah, ich meine, die Weltkarte ist sowieso nicht ein richtiger Framefresser, ja, aber zusammen mit dem Dingens hier noch? Meine Güte. Estelle wird Estelle, hä? Huh? Estelle. There's something I want to ask you. Yes, what is it? Wait! What's the matter? Could you repeat what you just said? I said there's something I want to ask you. No, before that! Estelle? Yes, you finally called me Estelle! I've got to go tell everyone! Oh, well. Yeah. Was? Hast du den hier getroffen? Bullshit! Die freut sich ganz schön drüber. Oh ja. Wie war das? Muss mal schauen. Ist der Spotten wirklich ein Spotten-Spotten? Oder eher so ein... Oh, schön, Mistinger. Naja. Hauen wir mal kurz weg, Dinger, hier. Machen wir im nächsten Kampf mal dieses mega krasse Überlebensgeding so. Oh. Bleib mal hier stehen. I beat you into next week. These are the threads that weave our future. Kein Bruch. Hm. Ich habe mal nebenbei nachgeschaut gehabt, beziehungsweise nach, oh, was geht denn da ab? Nachgeforscht und wegen hab andere Leute auch Probleme wie ich bei dem Tutorialkampf gehabt. Für den, Burst. Scheinbar ja. Ziemlich einige sogar. Und, der erzählt welche von wegen die Limitleiste Stufe 4 bekommen und ich habe mir so, what? Ich nehme den hier direkt. Ist halt mega interessant irgendwo, weil es einfach nie aufkommt irgendwo, ja. Seht. Ich muss immer noch lernen, diese Attacke einzusetzen, mit dem er alle killen kann irgendwo. Was war das? War das R oder R2? ZR. Moment. Status kochen. Bibliothek. Kampfbuch. Wo haben wir es denn?
Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Tödlicher Schlag. ZR, die hintere Taste. Okay. Mit denen du alle gewöhnlichen Gegner mit einem Schlag besiegst. Das ist also gewöhnliche Gegner. Das heißt, die beiden Typen, diese Volldeppen, zählen wirklich als Bosse? Weil ich habe bei denen mit einem Schlag 2500 Schaden oder so gemacht. Das war ungefähr ein Fünftel von deren Leben. Dieses haben hammermäßig. Es gibt drei Bonustypen: Erfahrungsbonus, LP-Bonus, Objekt-Dingens, Farbe des Kraftfelds. Okay. Tödlicher Schlag, blau-tödlicher grüner Stück. Ja. Also einfach nur ZR. Moment. Ich muss nicht in die Richtung drücken, oder? Ach, ich muss nicht mal die Richtung drücken, ich muss einfach nur ZR drücken. Müsste einfach. Friedes Wandel! Honestly, that girl. Huh? Estelle. She rushes off regardless of danger. She doesn't listen when you tell her to stop. So Estelle's has finally become Estelle, huh? I've been calling her that for a while. What's with you anyway? Hey, you know, your tone of voice was different just then. Maybe it's just my imagination. You're damn right it is. Ah, there's the Rita we all know and love. Ha! Ow! How about you just shut up? Who cares what I say or how I sound? Not me. Here's to you being you, Rita. Ach, man könnte sagen, sie hat eine Nahtoderfahrung gehabt und ist jetzt leicht verändert zurückgekommen. Ja, ich glaube, so in etwa ist es geschehen. Gottesanbeterin. Let's get this over with. Hallo, Gegner! Die Dinger können vergiften, ist ja ekelhaft. Ich muss das schauen. Oben, hä? Oh, ich wollte es one-shotten. Manno. Ich will noch einen Gegner mitnehmen. Einfach nur so. Ich will mal einen von den one-shotten. Irgendwo. Weil mir langweilig ist. Haha, du. Sei tot. Sorry, but you're going bye-bye. You're going bye-bye? Echt jetzt? Und, hä? Bin nebenbei vergiftet. Geil. Ich hab gedrückt, das hat nichts gebracht, what the fuck? Someone protect me while I'm casting. Das ist so doof. First put out your hand. Das ist so doof. Warum funktioniert das teilweise nicht? Ich drück doch. Mist. Ernsthaft, warum funktioniert das teilweise nicht? Ich verstehe es nicht. Ja doch, das macht die Seite. Oh, die Gegner gehen echt schnell down. Naja. Gut, lassen wir das. Ich krieg's anscheinend nicht hin. Soll mir auch egal sein. Gehen wir in die Stadt.